Gut. Jetzt machen wir die andere Richtung. Okay. Ach so, Sie wollen gleich lösen. Okay. Ja, okay. Ich dachte, Sie hätten nur eine Frage zum Alten. Okay, aber Sie können gleich loslegen. Genau. Also, wir machen jetzt die Rückrichtung. Okay. So, was? Wie würden Sie vorschlagen? Fangen wir an. Es gelte T teilt GGT von A und B, ja? Zeige T teilt A und T teilt B. Jetzt bin ich schon in die zweite Zeile gerutscht, gell? Ah, kann man aber immer noch in dieselbe Zeile schreiben, theoretisch. Okay. Hm? Ja, bis da hinten, das klappt locker. So. Ja? Also wir wissen, T teilt G. Was folgt da draus? Das wollen wir zeigen. Dass es ein gemeinsamer Teiler ist. Das wissen wir noch nicht. Ja. G liegt da drin. Von T wissen wir es noch nicht. Das wollen wir gerade zeigen. Wir wollen gerade zeigen, T ist gemeinsamer Teiler von A und B. Ja? T mal QT gleich G. Genau. Also, das habe ich hier vergessen. Warte mal. Mit dem Teilbarkeitskriterium, also nicht Quatsch, mit der Teilbarkeitsdefinition. Ne? Mit der Teilbarkeitsdefinition gilt, wenn T G teilt, also wir wissen, T teilt G, ich habe es mal G genannt, den GGT, ne? T teilt G, daraus folgt, es gibt ein QT, sodass T mal QT gleich G ist. Ja? Kann man auch Äquivalenzzeichen schreiben. Aber da wir jetzt sozusagen nur die Implikation brauchen, macht man häufiger, dann schreibt man einfach nur die Implikation. Aber man kann auch die Äquivalenz schreiben. Ja. Wie können wir weitermachen? Ja? Mhm. Genau. Das genau. Wir wollen zeigen, T teilt A und T teilt B. Das muss unten rauskommen, ne? T teilt A und T teilt B. Wir müssen also zeigen, dass dann jeweils die QA und QB existieren, sodass T mal QA gleich A ist und T mal QB gleich B. Wir wissen aber schon mal, T mal QT ist der ist G, ist der größte gemeinsame Teiler. Wir sind jetzt geschockt von der Einrichtung. Das ist jetzt gar nicht so schwer. Schauen Sie mal. Sie wissen noch was anderes. Sie wissen, G teilt A. Ja? Ja gut, nehmen wir das mal QA. Hm? QA mal G ist ein A. Ja,
G mal, ich schreibe es mal rechts hin, G mal QA ist gleich A. So, jetzt kann man es einsetzen. Genau. Dann folgt daraus T mal QT ist G. Jetzt kann ich T mal QT da einsetzen. Dann steht da T mal QG mal QA ist gleich A. Stimmt, Entschuldigung. T ist ein Teiler von G und G ist ein Teiler von A. Also kann ich das jetzt hier einsetzen und habe damit ein Q gefunden, das ich an T ran multiplizieren muss, um A rauszukriegen. Also weiß ich, T teilt A. Na gut, und dasselbe machen wir es nochmal in grün für B. G teilt B, also existiert ein QB, sodass G mal QB gleich A, gleich B ist. Und daraus folgt, wenn ich jetzt hier oben das wiederum einsetze, T mal QT mal QB ist gleich B. Also habe ich hier wieder eine ganze Zahl gefunden. Das sind ja beides ganze Zahlen. Wenn ich miteinander multipliziere, kommt auch wieder eine ganze Zahl raus. Ne? Eine ganze Zahl gefunden, die an T ran multipliziert B ergibt. Also teilt TB. Also teilt TA an TB. Das ist übrigens ganz oft so bei Beweisen, bei Äquivalenzbeweisen, wenn man beide Richtungen zeigt, dass die eine relativ schnuggelig durchgeht und die andere echt schwer ist. Ja, ist oft so. Bitte? Ich krieg das in eine Zeile. Ja. So, ist die Zeit schon wieder um? Krass. Heftig. Oh, da hat jemand böser Beweis geschrieben. Und vier gefällt das. Wem gefällt das? Okay, ich habe Ihnen wieder einen neuen Bereich bereitgestellt. Und das ist der letzte. Das ist der letzte neue Input-Bereich jetzt online zur Vorbereitung für nächste Woche. Okay? Gut.